Leute, herzlich willkommen hier zurück auf der Talboro. Oh, der macht nicht aus, ne? Vom Ultramapper. Und der liebe Yogi hat uns die in 22er geholt, ne? So, ich hab's abgebünselt. Ja, die ist vollbracht. Hat zwar ein bisschen gedauert, aber ist ja nicht schlimm. Einige Helfer sind, glaube ich, fertig. Und der müssen wir uns jetzt gleich drum kümmern. Was die so fabriziert haben? Ladewagen fahren? Wenn es geht auf der richtigen Straßenseite, hat immer Vorteile. Ja, aber nicht bei Svenny, ne? Hier unsere Mädels, ne? Denen geht's gut. Oder da hast du aber schicki feini was stehen lassen, du. Du bist fertig, oder was? Alter, nein. Wie kannst du deine Oma erzählen, dass du da fertig bist? Hab ich von ihr gesehen. Ja, nützt nix, Leute. Nützt nix. Da müssen wir nochmal ran. Oh, ich transpiriere hier vor mich hin, ne? Also hätte mir jemand mal erzählt, dass ein PC eine Heizung ist, den hätte ich für blöd erklärt, ja? Mir hätte ich ganz ehrlich einen Vogel gezeigt. Aber so langsam ist das wohl schon so eine kleine Raumheizung, du. Heiner nein. Haben wir eigentlich schon mal einen Hochdruckreiniger irgendwo? Wisst ihr das? Ich weiß das wirklich nicht. Haben wir einen Hochdruckreiniger? Glaub nicht, ne? Wir haben noch nicht mal einen Waschplatz oder so, ne? Ich habe doch hier irgendwo einen Hochdruckreiniger hin platziert, oder? Ne, habe ich mir wohl eingebildet. Da ist so eine! Ich sag doch, ich hab einen. Nein. Kannst mal sehen. So, wir müssen... Hast du keinen Bock mehr, oder was? Mach mal weiter hier. Willst du mich doch verschaukeln, oder was? Habt ihr alle keinen Bock, oder was? Ach. Na, da ist ja Tüfte hingekriegt. Leider. Nicht alles Summes merken. Bisschen verloren, ey. Echt. Können wir erstmal nacharbeiten hier, du. Oh, das ist ein schönes Gerät, ne? Braucht nur ein bisschen viel Leistung. Wir sind top. Muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich voll begeistert. Gefällt mir. Fetten Schlepper davor, dann kannst du auch was reißen. Oder? Sag mal, ist warm hier in Deutschland. Mach mal Tür auf. Alle zu hier. Kannst ja nichts werden. Klimatronik. Oh nee. Wir müssen schon wieder tanken. Deswegen hast du wahrscheinlich auch angehalten, ne? Wir sind ja schon wieder 600 Euro. Muss sie nur abziehen, ne? 220. Z4. Naja, 600 Euro. Aber wie es sind, ne? Ich weiß, man kann zur Tankstelle fahren, aber wir haben gerade nicht so viel Zeit. Was ist denn das denn da? Wir spionierten da auf unserem Land da. Tornado-Messgerät, wa? Ist gut für die Piepmetze. Muss man ja ganz ehrlich sagen, die können sich darüber freuen. Es ist eklig geworden. Oh, wir müssen das Holz auch noch wegräumen hier, du. Kannst einen halben Acker selber machen, ne? Das läuft hier mit Standardhelfer.
bin Premium begeistert. Jetzt komme ich da nicht hin, wo ich hin will. Weil ich super gefahren bin. Schickram. Nochmal runter den Hobel. Echt, das Ding, das lohnt sich. Also ganz ehrlich, ich bin da echt schon begeistert. Dicken Schlepper davor, die 500 PS. Und nicht so wie ich mit dem kleinsten Schlepper das machen. Nee, einen fetten Schlepper davor, dann läuft der Hobel. Ganz ehrlich. Puh. Eigentlich wollte ich Ladewagen fahren. Aber ich weiß nicht, wie weit der IAC ist. Sonst könnten wir eben fixen IAC nehmen und vorne eine Runde Ladewagen. Das wäre doch mal Premium, ne? Feldarbeit habe ich auch so langsam die Schnauze hier voll. Aber ist ja bald erledigt. Ne? Ja, da kommen aber auch Steine hoch, ne? Zack, Tilo. Gibt ordentlich Kalk. Läuft hier nicht. So ist er. Das ist schon laut, wenn ich immer da hier so viele zähle. Komme ich ja gar nicht dazwischen. Weiß ja gar nicht, was ich sagen soll. Alter, nein, müsst ihr nicht immer so rumschreien. Jetzt los hier. Schlepper ist zwar laut, aber... Nee, ich muss ja auch noch was erzählen, ne? Gehört dazu. Ah, wir kriegen Grip. Sollen wir mal gucken, ob der IAC fertig ist? Wir hätten die Farbe da vorne an meinen Schlepper abgepellt. Ich bin hier Helfer, ne? Lass mal gucken, ob der jetzt hier fertig ist. Ich hab Bock auf Ladewagen fahren. Da habe ich gerade keinen Bock drauf. Ist sofort fertig, wa? Guck mal, als hätte ich es im Urin gehabt, du. Können Ladewagen fahren. Komm, die letzten 3 Meter kannst du auch noch vorne. Und dann holen wir einen Ladewagen. Klapp mal ein in den Stuhl. Klapp mal ein in den Stuhl, habe ich gesagt. Wo doch Tita? Alter, nein. Alle Sprachsteuerung. Die ist auch kaputt auf dem Schlepper. Nee, Straße. Direkt mal Pfötchen geben hier. Ich weiß gar nicht, wer seinen Hund beerdigt hat. Muss ich nochmal gucken, ne? Helachen. Schickram. Ja, sauber machen wir. Aber nicht jetzt. Wir haben es eulig. Nicht. So, wo stellen wir die denn eben kurz beiseite? Dass die wenigstens wieder vollends im Weg steht, ne? Wir haben hier echt Platzmangel, ne? Das muss ich auch mal ganz ehrlich sagen. Platz ist hier nicht viel auf dem Hof. Nee, da steht die auch durch. Hm. Wir
komme nicht mehr zum Ladewagen fahren. Weil ich nicht weiß, wo ich meine Weizen hinstellen soll. Und immer alles nur im Weg steht. Und wir lassen die eben hier wohnen. Da kannst du noch lang fahren. So, dann läuft das. Da steht ja auch alles voll. Ey, hier steht alles voll. Nix steht unter Dach. Alles nur voll und... Oh Mann, du. Müssen wir mal aufräumen. Siliermittel reicht noch. Ne? Bevor wir losfahren, können wir das direkt machen. Ach, der geht ja nicht. Haha, ich vergesse das immer wieder. Der ist ja. Der automatisch. Ich hatte doch. Ah, nach oben. Gruppenschaltung ist auch bei jedem Schlepper anders, ne? Jetzt abflort hier, du. Bisschen Spaß in den Bocken haben. Moin. Oh, wir haben der Amazone drauf. Ich hab den Pöttinger hinter. Egal, passt wohl, wa? Ehrlich. So läuft der Laden, ne? Hoffentlich zieht er den Ladewagen. Wegen der Zappelwelle und so. Ein bisschen schwach auf der Brust an der Zappelwelle ist der komisch. Sonst ist er ideal. Haben wir ja mit der Hesten gesehen. Da hat er ja so ein bisschen rumgeknurrt, ne? Schon mal einen Finger auf die Hupe. Wegen die Idiotas. Der hat gar keine Hupe oder was? Idiotas, ne? Ordentlich Schub geben. Dann sind wir auch schneller da. Schon schick hier, ne? Schwung holen. Gas. Oh, herrlich. Schön, ne? Oder? Sag mal, der ist so Premium. Hier mit Licht, ne? Oh, da vorne sind gar keine Laternchen an. Auch nicht schlimm. Edelbeleuchtung, der guckt mehr. Einfach schöner Schlepper. Oder? Sag mal. Herrlich. Herrlich. Ehrlich, herrlich. Aber ich glaube, wir kriegen ein Problem. Ich glaube, wir kommen nicht den Berg hoch. Schon ein bisschen stickig, weil das ist so warm, ne? Ich muss ab und zu mal Tür aufmachen. Aber mit diesen X, das stört mich manchmal, ne? Guck mal, jetzt muss er richtig fühlen. Da kommen wir niemals einen Berg mit hoch.
ist aber auch eine Wolle drauf, du. Der zeckt hier, ey. Leider nein. Hätte ich ja nicht erwartet. Was ist denn für eine Pumpstation da? Wer zockt da denn einfach Wasser ab? Gibt's nicht mehr öffentliche Gewässer. Wasserknappheit. Nicht hier einfach Wasser raussaugen, du. Oh, herrlich, oder? Ich sagte mal, oh, die Folge ist auch schon wieder so lang geworden. Ne? Ich hab da in letzter Zeit echt Probleme damit, ne? Dass ich vergesse, wie lang die Folgen werden. Aber liebe Leute, ich sag jetzt erstmal danke fürs Zugucken bisher, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen. Mich ja ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.